habe dann tatsächlich jetzt bei ZDF heute einen Beitrag gesehen, der komischerweise genau Wasser auf die Mühlen dieser Verschwörungstheoretiker gießt, und zwar aus vollen Kübeln. Und da möchte ich einmal mit euch reinspringen. Ich habe hier die besten Stellen aus dem Beitrag zusammengeschnitten. Und ja, ihr könnt mir gerne sagen, ob das dann immer noch eine Verschwörungstheorie ist, dass man die Leute zusammenfärchen will, möglichst viele auf einem Ort im Pott oder zumindest im Plattenbau, ja. Der Pott der Gegenwart, wenn man so möchte, in Wohnmaschinen. Ja, nichts hier mit Privatbesitz, eigenes Grundstück, bisschen selbstversorgermäßig, so einen kleinen Acker bewirtschaften im Garten, so, was wünscht sich doch eigentlich jeder? Nein, in diesem Beitrag wird klargemacht, dass das nicht nur klamischädlich ist, Einfamilienhäuser sind in deren Augen Klami-Killer. Killer! Also euer Einfamilienhaus geht praktisch metaphorisch mit so einer Klinge an die Kehle vom Klima, ja? Und es ist Symbol für reaktionäre, traditionelle Lebensentwürfe, Leute. Ihr macht euch kein Bild. Das Eigenheim im Grünen, das wollen die meisten Deutschen. Doch es gibt ein Problem. Einfamilienhäuser gelten als Klimakiller und beanspruchen. Bei wem? Krati, bei wem? In ihren ideologischen Köpfen. Augenscheinlich, ja? Ups, so. Ich habe uns mal hier reingezogen. Und viel Fläche, zu viel Fläche. Dann ist natürlich immer mehr eine Verschwendung, das relativ dünn und mit Einfamilienhäusern zu bebauen. Immer. Alter, wer bist du mir das zu sagen? Dass mein Grundstück Verschwendung ist. Mein Eigentum, mit dem ich machen kann, was ich will. Wer bist du mir zu sagen, dass das Verschwendung ist, Alter? Das ist es, genau. Mehr Städte und Regionen wollen den Bau von Einfamilienhäusern nun beschränken und zur Ausnahme machen. Wir befinden uns im Klimawandel. Wir können die Fläche nicht mehr in dieser Sorglosigkeit versiegeln. Alter, du willst mich doch... Ah ja, also... Das hier, ja, das, was ihr hier seht, das ist halt nicht so klimaeffizient wie das hier. Ja, das ist doch auch viel schöner. Ja, also wollt ihr so leben oder so? Oder so? So? Oder vielleicht so? Also, das könnt ihr mir nicht schmackhaft machen. Aber okay. Wer will das schon? Vielleicht mal ganz kurz, um da reinzugreifen und anzufassen. In den letzten 2-3 Wochen habe ich quasi für mein Format auch immer mal Sachen gesucht in der Richtung. Und unter anderem, wie gesagt, letzte 1-2-3 Wochen. In Freiburg gibt es Klami-Gruppen, die wollen jetzt eine Wohnraumsteuer, wenn du ein Faschist bist und mehr als 40 Quadratmeter hast. In Berlin wollen sie jetzt einführen, dass du als Single nun auch eine Einzimmerwohnung haben kannst. Oh. Und das hast du vielleicht auch mitbekommen vom DIW, da wo auch Fratscher ist. Da hat jetzt irgendwie so eine Cheftante einen Artikel dazu geschrieben, dass Besitz ein Fetisch ist. Die Leute drehen am Rad. Gott. Ja, also Besitz ist ein Fetisch. Jemand anderes sollte den gesamten Besitz zentralisiert besitzen. Genau. Ich weiß gar nicht. Also wo kam das gerade her? Warum habe ich das gesummt? Ich habe keine Ahnung. Ja, aus der Traum vom eigenen Haus kommt das flächendeckende Hausbauverbot. Und was sind die Alternativen? Ja, offensichtlich das. Das sind die Alternativen. Also, Einfamilienhäuser Wand an Wand. In monotoner, funktionaler Einförmigkeit. Monoton nennen sie die Häuser oder was? Wo du Gärten hast und deine Ruhe und deine Kinder aufziehen kannst. Was war die Formulierung? Warte kurz, monotone irgendwas? Funktionale Einförmigkeit. Monotone, funktionale Einförmigkeit. Monotone, funktionale Einförmigkeit sieht man hier nicht. Sieht man hier nicht. Das ist vielfältige, aufregende Vielförmigkeit. Und das ist monotone Einförmigkeit, funktionale Einförmigkeit. Das ist nicht funktional, das ist frei. Ja, hier sollen meine Kinder aufwachsen, nicht hier. Alter, was? Also ich meine, also wahrscheinlich kann der Typ sich einfach keine Wohnung leisten und schiebt einfach einen Hass da drauf. Ich habe keine Ahnung. Also, wie ehrlich darf Propaganda werden? Also, ist doch ein schönes Haus. Ist doch ein schönes Haus hier. Benz in der Einfahrt, wahrscheinlich hinten schön Garten, am Wochenende mit den Nachbarn mal grillen. Also, Autogarage an der Seite, Satteldach, der Boden größtenteils versiegelt. Alter, es ist mein Grundstück, Alter. So, wenn ich will, Alter, dann asphaltiere ich meinen Garten. Du hast da nicht drüber zu bestimmen, Mann. Also, abgesehen davon, da sind doch zwei Kanaldeckel hier auf dem Grundstück. Das Grundstück hat Gefälle.
Das scheint also mit dem Bewusstsein gemacht worden zu sein, dass hier Wasser abfließt in die Gosse und dann in Gulli. Was will dieser Mann? Was ist das? Was will dieser Mann? Das ist ja auch nicht, im Eigeninteresse, ein Grundstück so zu versiegeln, dass es dann einmal regnet und dann hast du einen Teich. Das will ja keiner. Also, das ist halt absurd. Und die Musik dazu. Dung, 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 ding, ding, dong, dong, ding, dong. Das wenige Grün, das hier noch geduldet ist, eingezwängt zwischen Kies und Beton. Alter, ja, hier sieht's besser aus, ne? Ich hasse gar kein Grün. Hast du den Gemeinschaftsgarten hier unten, wo sich die Leute im Sandkasten was drücken? Den hast du hier. Ja, aber du hast auch eine Begegnungsstätte. Und du brauchst keine Autos mehr, weil alles unten bei Onkel Farschat im Laden zu kaufen ist. Ja, übrigens, das ist Berlin, ne? Tatsächlich. Also das ist ein Block aus Berlin. Genauso auch der hier. Ups, nein. Der hier. Ja, auch hier. Ey, das ist doch mein eigenes Bier. Filmt doch mal hinten in den Garten. Also, abgesehen davon, dass das schweineteuer ist, diese Steingarten-Sachen da in den Vorgarten reinzumachen, hat halt nicht jeder Bock, auch den Vorgarten zu bewirtschaften. Ja, hat halt nicht jeder Bock drauf. Meine Eltern haben das ein bisschen anders gemacht. Die haben viele Apfelbäume und haben eine schöne Hecke und so. Ja, aber das ist halt auch ein Haufen Arbeit. Ja, also mein Vater, der muss jedes Wochenende, muss der im Garten tätig sein. Und zwar stundenlang. Ja, das ist halt Arbeit. Aber abseits davon, das ist doch meine Sache, was ich mit meinem Vorgarten mache, Alter. Ein Wohnmodell, das in Münster künftig so nicht mehr in der Fläche vorgesehen ist. Freistehende Einfamilienhäuser. Ja, auch hier, schau dir diesen Garten an hier. Boah, so viel versiegelt, ne? Schau dir diesen, also schrecklich, ja. Alles ist voller Steine. Ja, aber Clowny, da ist schon wieder ein bisschen viel Natur. Das ist schon so ein bisschen wieder rechtskonservativ, das Haus, du. Wahrscheinlich. Oh mein Gott, die werden noch in die Richtung gehen, glaub mir. Sollen hier zur Ausnahme werden. Das Einfamilienhaus ein Klimakiller? Tatsache ist, der Traum von den eigenen vier Wänden ist aus Klimaschutzgründen kaum noch zu vertreten. Nazi, wer ein eigenes Haus möchte. Klamikiller. Ja? Richtig böse, die Leute, ne? Schaut euch diese Unmenschen an, die irgendwie in einer netten Wohngegend wohnen wollen. Also, vor allem, das sind hier auch Doppelhaushälften hier jeweils, ne? Also, die teilen sich ja auch schon ein Grundstück. Müsste euch doch gefallen. Nee. Ihr wollt, dass es so aussieht. Energie- und Wärmeverlust bei freistehenden Häusern mit Abstand am größten. Alter, ist das bescheuert, Mann. Weißt du, meine Eltern, die haben ihr Haus gekauft im Jahr 2010 für 90.000 Euro. Für 90.000 Euro. Dann haben die für 10.000 Euro, haben die das neu gedämmt. Und seitdem müssen die im Winter, also wenn es wirklich schlimm ist, schon, aber in der Regel müssen die im Winter nicht mal heizen, weil das so gut gedämmt ist. Die Fenster sind so gut, es ist da einfach warm. Ja, 90.000, Leute. Ich veräpple euch nicht. Das war 2010. Wir sind 13 Jahre später, kostet ein Haus 400.000. 400.000, ist unglaublich. Ja, man darf aber auch nicht vergessen, gerade wo du das Bild eingeblendet hast, ne? Mhm. Eines ihrer Probleme ist ja, dass da, wo die 20 Häuser stehen, auch der Wohnblock stehen könnte, den du auf dem anderen Bild hast. Das ist ihr Problem. Ja, klar, das ist deren Problem. Es ist denen auch zu individuell. Es ist denen zu freiheitlich. Also das schwingt für mich mit. So dieses individuell, na, ich gestalte mein Haus, wie ich das will. So ganz darfst du das eh nicht. Es gibt ja auch Bauvorschriften, ne? Also welche Farbe, ja. Ist ja immer unterschiedlich. Aber grundsätzlich ist dieser Privatbesitz in Form eines Grundstückes, das ist ein Stück Freiheit. Das nimmt dir keiner mehr weg. Und damit haben die ein Problem. Denn jeder bewohnte Quadratmeter muss beleuchtet und beheizt werden. Wer sagt das, Mann? Hat der jemals irgendeinen Deutschen getroffen? Wart ihr schon mal bei einem Deutschen zu Hause? Kommt vom Klo runter und habt da das Licht angelassen? Also jetzt mal Hand aufs Herz. Eure Eltern, hat man euch da nicht beigebracht, Licht aus, wenn du den Raum verlässt? Da musste ich gerade lachen, weil du meintest, wenn du bei Deutschen bist. Ja, also das ist ja das Deutscheste überhaupt. Ja, wenn ich Licht anlasse, nach 10 Sekunden ist Polen offen, ne? Da wird auch teilweise, also meine Eltern haben auch ein Haus, ne? Ja. Und wenn ich Stullen war, da wird geguckt danach. Hat er das Licht ausgemacht oder nicht? Ja, klar. Also ich fühle mich ja stellenweise, also man hat mich da so konditioniert und ich meine, das ergibt ja auch Sinn. Ja, also wenn ich in dem Raum nicht drin bin, wen beleuchte ich da? Das Sofa? Ja, und dann, wenn ich hier rumsitze und ich gehe an einem Raum vorbei und da ist noch Licht an, dann mache ich ganz automatisch das Licht aus, weil wenn ich dran vorbeigehe, denke ich mir, tut das jetzt Not?
Ah, komm, mach das Licht jetzt aus, ne? Also, es ist... Nee, jeder Quadratmeter muss die ganze Zeit beleuchtet werden. Was? Und das ist hier nicht der Fall, dass die Leute in ihrer Wohnung jeden Quadratmeter... Also ich verstehe es nicht, Leute. Es ist einfach nicht schlüssig. Es ist, zumal irgendwie auch alle Deutschen, die ich kenne, oder halt jeder, den ich kenne. Man ist im Endeffekt, die Leute, wenn sie heizen, heizen ein, zwei Zimmer. Meistens dann irgendwie Schlafzimmer und Wohnzimmer oder so. Und den Rest nicht. Vor allem, weil man es ja auch im Schlafzimmer möchte, man es ja auch in der Regel ein bisschen kühler haben. Ja, also das ist absurd. Wenn es gut gedämmt ist, musst du noch nicht mal wirklich hardcore heizen. Also, und die ganz coolen Leute, ich habe einen Kollegen, der wohnt am Waldesrand, hat ein schönes Haus, der hat einen Kamin. Ja, hat mit dem Förster, hat er ein Gentleman Agreement, der darf da den einen oder anderen Baum, den der markiert hat, den darf der schlagen. Dann werden da Holzscheite draus gemacht. Und wenn dieser Ofen läuft, dann ist das gesamte Haus warm mit 4 Holzscheiten. Also das hat schon was. Das ist schon eine feine Sache, so ein Kamin. Ja, aber auch das, ne, wird ja auch CO2. Kamin ist ja, ich wollte gerade sagen, Kamin ist ja mittlerweile auch Nazi, ne? Ja, ja. Wobei, da muss man doch wirklich sagen, also das, da können sie einem ja wirklich keinen auf Fossil oder so machen, weil, also, das ist ja Teil des Kreislaufs. Also, das ist ja ein Baum, der ist ja hier gewachsen. Also, was? Also, in 10 Jahren steht da derselbe Baum wieder. Auch der Flächenverbrauch ist enorm. Während auf einem Hektar Baufläche 25 freistehende Einfamilienhäuser Platz finden, sind es bei Reihenhäusern bereits doppelt so viele Wohneinheiten. Ja, und man stellt sich mal vor, man baut nach oben, da können wir sowas da hinstellen. Ach, wäre das nicht schön. Ist halt die Sache. Also, ist es denn erstrebenswert, dass wir hier 300 Millionen Menschen haben? Nein, ist es nicht. Du hast ein schönes Leben, wenn es nicht so voll ist, wie auf dem Bild gerade zu sehen. Ja, ja, also natürlich. Auf dem Berliner Bild. Also du hörst doch alles, von oben, von unten, von links, von rechts. Steigst in den Aufzug und es riecht nach Entschuldigung. Also, Alter, ich muss auch noch mal ganz kurz auf Topic gehen, wo du es gerade sagst, ne? Und das ist keine ausgedachte Geschichte. Aha. Ich vor 2 Jahren in meiner Wohnung war halt in der Nacht, keine Ahnung, irgendwas am Spielen oder ich weiß nicht was. Und auf einmal höre ich Holla Schalla, ne? Und dann habe ich quasi, ich habe jetzt seit 2 Jahren hinter der Wand bei mir, ich weiß nicht, wie die heißen, ne? Aber jedes Mal, wenn da die Schwiegereltern zu Besuch kommen, 2-3 Mal in der Nacht wird da hier gefeiert, ne? Also halt gebetet. Und sowas ist halt in einem Einfamilienhaus nicht der Fall. Kann halt auch schön sein, ne? Es gibt halt auch so Eigenarten, die sind einfach deutsch. Und das ist auch gut, dass sie so sind. Wenn man da, wo die Eltern wohnen oder so, ne, nehmen wir jetzt mal an, eure Eltern wohnen irgendwie im ländlicheren Raum. Wenn man da dann so in diese Zone reinfährt, ne, wo die Straße anfängt, man hat irgendwie im Auto laute Musik gehört, dann dreht man die instinktiv ein bisschen leiser. Ich weiß nicht, wer von euch das macht. Bei mir ist es dann immer so ein Bedürfnis, ah komm, so ein bisschen leiser kann man jetzt schon drehen. Hier sind die Leute. Richtig guter Punkt. Ne? Also hab mal eine Zeit lang auch in einer größeren Stadt gewohnt und dort mit offenem Fenster im Sommer, ne? Und dann hast du unten an der Kreuzung, ne, ist die Ampel rot, 3 Uhr morgens, und aus dem offenen Autofenster kommt einfach Weißt du, das, du wirst wahnsinnig. So, das machen Deutsche nicht. Ja, ja, 10 von 1000 machen das, genauso ignorant. Ja, aber das gehört sich nicht. Das ist halt so eine Eigenart, das kriegst du uns aus uns auch nicht raus. Und jeder von euch, der in der Stadt wohnt, der wird das Phänomen kennen. Ja, also, ja, sicherlich sind die Deutschen manchmal ein bisschen spießig oder so. Ja, manchmal auch ein bisschen übertrieben. Oh, haben Sie heute schon den Rasen gemäht? Ja, aber die Hecke, die ist hier nach Bauvorschrift ein bisschen zu hoch. Also da muss ich jetzt hier den Anwalt. Sowas gibt's auch, klar. Man kann das ins Extreme treiben. Aber allgemein diese Eigenart, dass die Leute einfach ihre Musik leiser drehen, das geht so absurd auf die Nerven. Und du zeigst mir damit nur, dass dir einfach egal ist, ob da die Leute morgen zur Arbeit müssen oder irgendetwas, ist dir einfach egal. Ja, und das Clowny legt den Finger noch in die Wunde. 1:1, meine Nachbarschaft, wo ich wohne. Ja. Weißt du, das ist doch zum Kotzen, Mann. Das will doch keiner. Und wenn du dann hier wohnst, glaub mir, irgendjemand streitet gerade. Irgendjemand ist zu laut. Irgendjemand schmeißt gerade was an die Wand. Irgendjemand hat gerade einen Zittrigen und rastet im Treppenhaus aus. 100%ig. Da sollen meine Kinder nicht aufwachsen. Ich sag nicht, ich bin auch in einer Mietwohnung aufgewachsen. Ja, das war jetzt nicht so ein Haus. Das ging, weil es eher im ländlichen Raum war. Also man konnte dem entfliehen. Hier gehst du an einem nach dem nächsten Haus vorbei. Also wenn wir jetzt bei diesem Beispiel hier sind, ist halt Berlin.
Also, wie wollt ihr leben? Wollt ihr so leben wie hier auf dem Bild? Also, ich könnte jetzt auch sagen, gut, der ein oder andere Garten hier, der ist ein bisschen eintönig, ja. Also, mein Garten wird auch anders aussehen. Aber, Alter, ist doch deren Ding. Alter, wenn die wollen, dass der Garten nur voller Rasen ist, damit die Kids Fußball spielen können, Gottes Segen sei mit ihnen, sollen sie doch. Also ja, kriegt man Puls, ne? Vor allem, weil unser eins, ich glaube auch hier ihr im Chat, also ihr hättet doch auch gerne ein Haus. Ist doch einfach familienfreundlicher, ist doch schön. Wenn ich sagen kann, Mensch, Sohnemann, Töchterchen, wir lernen jetzt Fahrradfahren hier direkt vor der Haustür. Hier ist Sonntag, ist 8 Uhr. Jetzt geh mal bitte Brötchen holen. Kannst das Kind alleine Brötchen holen schicken, ist kein Problem. Das würde ich in gewissen Stadtteilen nicht machen. Wahrscheinlich nicht. Doch der Wunsch nach dem Einfamilienhaus ist seit Jahrzehnten ungebrochen. Und jetzt nehmen Sie einen guten Turn, oh mein Gott. Zwei Drittel aller Deutschen ist es der Wohntraum. Adenauer hatte in den frühen 50er Jahren das Eigenheim als bewusst antikommunistische Entwicklung verstanden. Also man wollte die Leute... Leute, leckt mich doch, Mann! Konrad Adenauer wird jetzt hier noch aus dem Grab geholt. Und ich lasse ihn kurz zu Ende ausführen, ja. Fördern, in das Eigenheim zu gehen, gerade die es sich nicht leisten können, damit die nicht so anfällig werden für kommunistische Ideologien. Schutz und Flächenverbrauch spielten damals noch keine Rolle. Damals waren die Leute auch noch normal im Kopf, ne? Es war nicht nur das große Lebensglückversprechen, es bediente gleichsam auch das Bild der traditionellen Familie. Das auch noch! Öse, ja? Das Modell, das Einzige, was für unsere Gesellschaft zukunftsfähig ist. Das hat man damals gehabt. Dann war schnell weg damit. Schnell weg damit. Wenn Rosi das wüsste. Also diese Leute sind, also, danke, Chat. Also diese Leute sind doch bösartig. Ja, genau so möchte ich gerne leben. Genau so. Ist doch schön. Ist doch schön. Ja, absolut. Die Frau, die zu Hause das Haus und die Kinder besorgt, der Mann, der in die Stadt reinpendelt und dort arbeitet, all das schwingt dann mit und wurde zu so einer Art Lebensmodell. Und in widerwärtig. Wie können diese Leute nur Familien gründen und noch genug Geld verdienen, dass die Mutter tatsächlich die Zeit hat, den Kindern gerade in den frühen Lebensjahren die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdienen, für die frühkindliche Bindung? Ja, ist doch viel besser, wenn du dein Kind am Anfang in eine Kita schicken musst, wo du dann LGBT-Propaganda bekommst. Ja. Wenn beide Leute arbeiten, du trotzdem kein Geld hast. Ja. Absolut wahnsinnig. Es ist wahnsinnig, oder? Was ist das für ein Beitrag? Also jetzt, ja, also im Endeffekt ein Familienhaus, wenn ihr diesen Traum habt, ihr seid leider Nazis. Ja, aber, ne? Und zumal theoretisch, wir haben halt leider keine oder noch keine großen Medien, die dabei helfen. Man sieht doch, dass das Gesellschaftsmodell, was sie uns aufdrücken wollen, nicht aufgehen kann. Also die westlichen Staaten, die eine Abkehr von der traditionellen Familie haben, haben ja nicht grundlos zu wenig Kinder. Und anstatt dass man mal erkennt, es ist halt im Endeffekt eine Gesellschaftsform, die wir etablieren, die nicht zukunftsfähig ist. Also wir haben ja nicht aus Spaß, obwohl es irre ist, einen Thilo Jung, der uns sagt, bald brauchen wir 1,5 Millionen im Jahr. Weil wir uns selber nicht erhalten, weil wir das Familienmodell zerstören. Ja, klar. Und es ist so ein Beitrag, trägt dazu bei, das auch als schlecht darzustellen und auch vollkommen transparent klarzumachen. Dieses Familienmodell ist nicht mehr so, wie soll ich sagen, anzustreben, wenn man hier wohnen muss. Also hier, auch die Leute, die hier wohnen, haben sicherlich Kinder. Ja, aber ich habe gerne ein Einfamilienhaus, wo das Kind am besten im Garten spielen kann, sich frei bewegen kann, ist doch alles schön. Kann ich doch ein bisschen beibringen hier, wie man was anpflanzt oder so. Ist doch schön, ja, und dann hast du halt das. Ja, also da, auch dort wachsen Kinder auf, sicherlich. Aber ich glaube, sie wachsen besser auf mit einem Grundstück, mit einem Garten, in einer ruhigeren Gegend, im ländlichen Raum. Das glaube ich. Natürlich. Weil ich diese Kindheit erlebt habe. Da kommst du halt nicht in Kontakt mit Drogensüchtigen. Da kommst du halt nicht in Kontakt mit irgendwelchen Clans, mit irgendwelchen Randalierern, die Mülltonnen anzünden. Also das passiert da eher selten. Und auch hier, also, sie machen das hier so aus, als wäre das etwas dahergeschwurbeltes mit diesem Adenauer und Kommunismus. Ich
finde schon, also man muss nicht in dieser Härte da mitgehen, aber sie stellen es so dar, als wäre da nichts dran. Ich finde schon, dass ein bisschen was da dran ist, weil in solchen, wenn du jetzt hier wohnst, ja, oder am besten hier, das sieht am schrecklichsten aus. Das macht etwas mit deinem Bewusstsein als Individuum. Du bist einfach eine von 500 Wohneinheiten. Eine von 500 Wohneinheiten. Einer von vielen. Deine individuelle Entfaltung besteht darin, welche Tapete du an die Wand machst oder welches Bild du aufhängst. Die besteht nicht darin, wie du dein Eigenheim gestaltest nach außen hin. Die besteht nicht darin, wie du deinen Garten ausgestaltest. Nein, du bist jetzt hier eine von ganz vielen Einheiten eingepfercht in dieser Wohnmaschine. Ja, das macht natürlich so ein bisschen so ein ich bin einer von vielen. Es macht so ein bisschen so dieses Kollektiv Bewusstsein, ja, glaube ich, erfahrbarer als bei einem Eigenheim. Naja, ist halt Kollektivismus pur, ja. Ja, und deswegen, also dieses Bild hier, wie habe ich das bei Google gefunden? Ich habe eingegeben, sozialistische Baukunst. Das ist eines der Ergebnisse, genauso wie das, sozialistische Baukunst. Diese Architektur, die verkörpert auch ein Lebensgefühl. Dieses Lebensgefühl ist, du Arschloch, wohnst jetzt hier gleich wie alle anderen eingepfercht. Hör mal auf, dich individuell zu entfalten. So, hier ist deine Wohnung, die sieht übrigens genauso aus wie die da drüber und die 50 da drunter. Herzlichen Glückwunsch. Ihr seid halt alle gleich und ihr habt eben auch gleich zu handeln und gleich zu denken. Und die Partei, die hat immer recht. Die Partei, sowieso. Insofern kann man in Studien eben sehr stark mit dem Einzug ins Einfamilienhaus, auch in späteren Generationen, eine Retraditionalisierung feststellen. Boah, ich kann nicht mehr, Mann. Eine Retraditionalisierung. Absolut irre. Alter, die meisten Grünen wohnen doch in solchen Häusern, weil die das Elend noch nicht gesehen haben. Ich glaube nicht, dass Frau Baerbock lieber hier wohnt. Ich glaube nicht, dass Frau Faeser lieber hier wohnt. Ich glaube nicht, dass Herr Habeck lieber hier wohnt. Ich glaube nicht, dass Herr Spahn hier wohnt. Herr Spahn hat sich in der Pandemie für 4 Millionen Euro eine Villa gekauft, wo wir alle einen Schritt kürzer treten mussten. Ja, solche Wohneinheiten, die sind halt für die Arbeiterbienen. Ja, und eine davon sollte es auch du sein. Übrigens auch deine Frau, weil anders kriegt ihr die Kinder eh nicht durch. Ja, und da wundert man sich. Da wundert man sich. Also es greift halt wieder zufällig alles. Fünf. Es greift ja alles ineinander. Es greift ja alles ineinander. Also ich finde es nicht so attraktiv, in so einer Wohnmaschine meine Kinder großzuziehen. Da kann ich sie auch wesentlich schlechter beschützen. Ja, und ich mache mir vor, dass das Leben schöner ist mit einem Eigenheim. Also jetzt mal im Ernst, frag doch mal jemanden, der hier wohnt. Klingel mal irgendwo und frag den, ey, hier oder morgen im Einfamilienhaus? Wie viele sagen dir, oh ja, gerne hier? Also, wer? Na gut, die letzten Sekunden vielleicht noch. 20 Jahre später hat sich vieles verändert. Es gibt Patchwork-Familien, Baugrund ist kostbar, Klima- und Umweltschutz wichtig. Eine Entwicklung, der diese Modellsiedlung in Münster Rechnung tragen soll. Trotz dieser Forderung als Sehnsuchtsort wird das Einfamilienhaus so schnell wohl nicht aus den Köpfen der Menschen verschwinden. Also, ja Mensch, wie kann das denn sein, dass Baugrund fehlt, wo wir doch seit 2013 alleine schon 4 Millionen Deutsche weniger haben? Ich weiß es auch nicht. Es funktioniert so schön. Du kannst durch diesen Zuzug, wir wollen immer mehr, all diese Bekenntnisse mit härteren Grenzkontrollen und alles fadenscheinig, möglichst viele und damit als Vehikel nutzbar, um zu sagen, na gut, wir wollten ja ohnehin diesen Privateigentum, ja, also dass dir wirklich das Grundstück gehört oder das Haus. Eigentum ist auch eine Form von Freiheit, ja, weil du darüber verfügen kannst, wie du willst. Du kannst da machen, was du willst. Kannst da nackt rumlaufen. Alter, wenn du Bock hast, stell dir da ein Riesenrad in den Garten. Darfst du alles machen, ja. Da hat keiner über dich Macht. Sicherlich ist zu einem gewissen Grad schon, ja. Aber wie jetzt das Baumhaus auszusehen hat, ja, was du da anzupflanzen hast, wird dir in der Regel nicht vorgeschrieben. Ja, und es greift ja so schön ineinander, dass dann immer mehr Leute kommen und das macht es dann ja immer nötiger, mehr hiervon hochzuziehen, ja, anstatt einer Siedlung mit Einfamilienhäusern. Ja, also es greift ineinander. Dann, jetzt gerade wo so viele Leute da sind, müssen wir ja noch mehr auf die Klimaneutralität achten, ja, und noch mehr so wohnen, anstatt im Einfamilienhaus. Und gleichzeitig gereicht es dann noch dazu, dieser Retraditionalisierung, unglaublich, dass ich dieses Wort überhaupt in den Mund nehme, dieser Retraditionalisierung entgegenzuwirken. Es ist
Das ist Propaganda par excellence. Ja, also hin zur sozialistischen Baukunst. Ein kleines Zahnrad im großen System sollt ihr werden. Demütig, solidarisch. Nichts hier mit freier Selbstentfaltung. Ihr könnt euch entscheiden, was ihr für ein Bild an der Wand hängt im Plattenbau. Das ist die Zukunft. Aber auch das wahrscheinlich nicht mehr lange. Nee. Also, egal, was du hinhängst, ein Bild muss auf jeden Fall das Bild sein, wo Habeck, Baerbock und Scholz so zur Seite schauen, im Rotstich, weißt du? So, eins davon muss das sein. Ja, und im Endeffekt ist es, läuft dann am Ende des Tages wahrscheinlich genau hierauf hinaus. You know nothing and be happy. Ich meine, Schritt für Schritt, ne? Schritt für Schritt. Ja. Schritt für Schritt. Aber hat nichts damit zu tun, ne? Grüße gehen raus an Snicklink, also grandios. Digga, Alter, das war aber anstrengend. Wie heißt der Beitrag? Das Video heißt: Das Ende des Einfamilienhauses, warum immer mehr Städte den Hausbau einschränken. ZDF heute Nachrichten. Übrigens, Like-Dislike-Ratio 742 Upvotes und 1664 Daumen nach unten. Es gibt noch Hoffnung, ja?